So, auf zur Harveys Insel und dann schauen wir mal, was da so abgeht. Ja, ich hoffe mal, dass ich genug Geld jetzt mit habe. Ja, das ist, glaube ich, echt das Wichtigste gerade, dass ich halt mal wegen Geld gucke. Was ich machen könnte, wäre Obst anpflanzen. Das wäre eine Idee. Im Sinne von, dass ich einfach mal alles Obst nehme, alles einpflanze, also irgendeine Stelle suche, ich habe ja ein paar leere Stellen, alles dort einpflanze, alles dann niederhacke, weil dann habe ich auch wieder Holz und dann einfach zwei Stacks von den Obst dann behalten und den Rest verkaufen. Das wäre auch eine Idee, aber da denke ich mir auch wieder so, da könnte ich ja lieber angeln oder so. Pflanzt auch Geldbäume? Ja, habe ich wieder angefangen. Auf geht's, ja. Ja, es ist, müsste ich auch öfter machen eigentlich. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, was Melinda mit der Insel jetzt sagt, wie die Insel, welche Punktzahl die hat. Ja. Moment. Ja, danke. Mann, Moment. 3, 4, so. Puh. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ach, jetzt haben wir 18 Uhr, okay. Hä? Wo ist der? Ah. Oh. Aber das ist doch... Das ist ja cool, dass das Link... Ey, du, es wäre Vergnügen, dir die Eröffnung unseres kleinen Gemeinschaft anzukündigen. Es handelt sich um niemand geringer als Rainer und seine Sammlung lesender Kunstwerke. Oh, wenn das mein alter Freund Bass ist, wir kennen uns schon ewig. Ich sag's ganz ehrlich, wenn es so, denn so bin ich nun mal, es gefällt mir nicht, mich so fest niederzulassen. Manchmal will man einfach nicht gefunden werden, du verstehst, aber für Harvey, für den mache ich glatt eine Ausnahme. Also Harvey, wie gesagt, ich bin im Besitz von Kunstwerken gelangt, die sogar dir gefallen sollten. Na, was sagst du, willst du dir mal ansehen? Ach je, ich habe gedacht, wir plaudern nur nett. Ich bin sowieso gerade knapp per Kasse. Aber du hast dich so reingehängt, dann schaue ich mir das auch an, Rainer. Und du kannst jetzt auch jederzeit ein reines Angebot stürmen. Was, viel Spaß dabei. Schön. Moment. Warte mal. Animal Crossing Fälschungen. Da haben wir es doch. Ist das ein Kunstwerk? Weil das hat mir... Ich glaube, Fluffy hat mir das mal geschenkt, aber ich dachte, das ist ein... Okay, nee, das ist einfach nur so ein Gegenstand. Kunst kein Massenware. Ich kaufe die einfach und mir ist egal, ob das ein echtes oder eine Fälschung oder ob ich die schon habe. Ich will die einfach haben. Ja. Aber die sieht eigentlich sehr echt aus. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, ich weiß gar nicht. Aber cool, jetzt haben die auch andere Sachen. Das gefällt mir schon mal. Das finde ich schon mal cool. Und schwer unterschiede die originalen Fälschungen nicht immer. Also wenn ich das Original kenne, dann sehe ich das meist auch. Also natürlich, ich sag mal, bei der David-Statue siehst du ja wegen, der hat glaube ich ein Buch in der Hand, oder bei Romulus und Remus siehst du, weil da fehlt dann einer der Brüder. Bei Nofretete weiß ich das jetzt nicht mehr. Ich glaube, da war was mit den Augen oder mit dem Hut. Also ich bin jetzt auch kein Kunstwissenschaftler. Ich kenne auch nur... Ich würde sagen, ich kenne so ein Viertel vielleicht von den Kunstwerken, die hier existieren. Da ist die noch Nofretete. Fälschung hat einen Ohrring am rechten Ohr. Guck mal, es ist das Original. Okay, dann war das mit einem Ohrring. Ah, ja, okay, beide haben die Augen. Ja, weil die Statue, die hat... da ist das eine Auge, hat keine Pupille. Guten Tag. Wir sammeln Spenden, um eine Fechtenverkäufe feine Schuhe und Taschen ein. Na, der interessiert mich nicht. Ein andermal. Ich glaube, Gerd finde ich sogar gerade am interessantesten.
Pflanzen. Ja. Ja, klar. So, ich finde cool, dass andere Leute hier auch spenden. Also der werkelt auch so, alles klar. So, das sind noch drei Leute. Das war doch Smeralda, ich glaube, hier Turtle ist das noch und noch jemand. Ich weiß gar nicht mehr, wer das noch war. Naja. So, mache ich mir noch eine Frisur. Da bin ich dabei. Und schau mal, zeig mal her, was du so drauf hast. oje, oje. Ich habe mal in den Sand gesetzt, tut mir echt leid, Schätzchen. Soll ich das rückgängig machen? Du kost... Ach, lass nur. An einem neuen Look muss man sich immer erst gewöhnen. Am besten, indem man ihn ausprobiert. Also der andere, den würde ich schon sagen, der ist halt eher so gemischt, so für, also ist ja eigentlich egal, aber der andere wirkt ein bisschen, vom klatscht auch, geschlechtsneutral, aber der wirkt schon ein bisschen weiblicher. Kommt aber natürlich auch immer drauf an, ne? Ja, also ich habe das noch nicht bei einem Typen gesehen. Aber ich trage ja auch Röcke und so, also ist ja auch egal zum Schluss. Aber das ist auch keine Frisur, ich glaube, die ich unbedingt jetzt schön finde. Turtle nimmt Altus an, verstaut sie, kannst du auch was aus dem Schrank holen lassen. Genau die Frisur habe ich. Schön. Ja, ganz sicher. Also, ich wollte mein Handy noch stumm schalten. Nicht, dass ich nochmal angerufen werde oder so eine Scheiße. Was ist denn jetzt los? Achso, die Wetter-App. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Neuer Follower, gefällt Foto. Hä? Was ist denn hier alles jetzt los? Achso! Das ist der mit Flatback Friday. Das war das mit dem, wo der gefragt hat, ob der jetzt online ist. Und ich so, ja, das steht da. Und dann so, ja, ob der exklusiv aber ist, habe ich gefragt. Und ich so, ja, das steht doch daneben. Das fand ich so geil. Steht da einfach, ja, ich glaube, 25. oder so. Ich habe es jetzt schon wieder weggeklickt. Am 25. November erscheint das exklusiv da und da. Und der so, ja, wann kommt das denn jetzt? Ist das schon drauf? Und so, nein, ab 25. Ja, und exklusiv ist das? Nein, das steht da. Fand ich so geil. Die Geschichte werde ich noch öfters erzählen. So. Ja, was können wir denn jetzt noch Schönes machen? Ich glaube, gequasselt haben wir heute auch mit jedem. Obwohl, wisst ihr, ich glaube, ich habe eine Person nicht gesehen. Wo ist Liliane? Ich glaube, ich habe die gerade... Ich meine, ich hätte gerade in ihrem Haus was gesehen. Ist doch ihr Haus, ne? Ja, ich glaube schon. Ist genial, die Geschichte. Ja, irgendwie schon. Also ich find's lustig. Aber wie ich gestern, wie mir mehrmals gestern gesagt wurde, Sachen, die ich nicht lustig finde, sind meist nicht lustig. Ich habe dir gar nicht, was ich dir anbieten könnte. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich vorher Candice-Zug eingekauft. Das heißt, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Moment. Ach so, wir können mal kurz gucken,
wie die Inselbewertung ist. Ich finde dich lustiger als mich selbst, Ortis. Ach nein. Naja, jeder hat ja eine andere Art von Humor, ne? So. Insel-Image. 4 Sterne. Ja, was willst du jetzt nächstes? Wegen Bäumen wollte ich noch gucken. Früher war es ganz einfach, da konnte man den Reset-Rate ablesen, ob ein Ort was taugt. Wenn es das heute noch gäbe, würde ich bei Zugabe sicher kaum einer je was zurücksetzen. Der Resetti. Nun, das war's. Die natürliche Seite der Insel wird verglichen mit früher nun viel besser bewertet. Ach, guck mal, die sagt sogar sowas. Was nicht heißt, dass wir uns nun zurücklehnen und alles wuchern lassen wollen, auf keinen Fall. Oh nein, wir müssen die Natur unserer Insel unbedingt noch schöner machen. Wir sollten mehr Pflanzen pflanzen auf unserer Insel. Obstbäume, Junge, Setzling, einfach alles. Ein Inselchen, wo immer grün so viele bunte Blüten blühen, da zieht es die Touristen hin. Entschuldige bitte, ich wollte dich plötzlich dichten. Dichten gefällt mir mitnichten. Okay, jetzt bin ich fertig. Immer wieder was. Das ist endlich meine Aussage. Ich weiß nicht, ob die von schon vorher sowas gesagt hätte, aber das ist ohne Scheiß mal eine Aussage, mit der ich was anfangen kann. Und nicht nur einfach, oh, mehr Blumen wären schön. Und dann schnuppert die wieder an ihren Kackblumen rum. Nee, also da muss ich echt sagen, schön. So, was kann ich denn kaufen? Ich würde sehr, sehr gerne mal so eine Bank kaufen. Da, die Plastikbank. Weil die würde ich mir mal angucken, wie die aussieht. So in Natura. Und dann würde ich gerne mal gucken, was wir hier noch so haben. Aber ich glaube, ich finde die ja unglaublich schön. Ich weiß nur noch nicht. Doch. Ich habe einen echt schönen Ort. Zwar oben, wo diese ganzen Läden sind. Ich glaube, ich kaufe mir direkt 2 davon. Ich will auch noch den Zug haben. Den wollte ich mir mal angucken. Da bin ich immer gespannt, ob man den umfärben kann. Weil ich wollte gucken, ob der irgendwas machen kann. Und bestimmt nicht. Ich finde die Kirmes-Sachen ja schon cool. Also da bin ich mal interessiert, was die Leute daraus zaubern werden. Sorry. Genau, ich will noch ein paar Buchsbäume holen. Hier, warte mal. Ich glaube, das könnte auch echt interessant sein. Ich hole mir davon auch mal eine. Ja, da gibt es bestimmt eine echt... Oder ich hole mir... Ah, ich habe schon genug. Ich glaube, da kann man auch echt schön was machen. So, Nook Shopping. Besondere Waren. Ich hole mir mal noch eine. Ich finde die gar nicht mal so unschön. Unschön. Mountainbike. Habe ich den schon? Jetzt habe ich den. Flamenco. Wir haben nicht mal viel Geld. Kann ich noch... diese Bäumchen kaufen? Zypresse, genau. Eine kann ich kaufen. Okay, mehr Geld habe ich leider nicht. Was ja echt cool ist, für die Leute, die diese Videos hier auf YouTube gucken, ich habe jetzt schon, ich glaube, mit heute für 2 Wochen genug Videos für Animal Crossing und die kommen erst, ich glaube, übernächste Woche. Oder sogar übernächste Woche. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Also es dauert halt noch ein bisschen, bis es weitergeht. So, ich wollte einmal kurz gucken, ob ich genug Platz im Briefkasten habe. Ja, theoretisch schon. So. Minna, als wenn ich danke für deine Hilfe, lasse ich dir hiermit eine schnellere... Okay. Money. Heute habe ich eine wichtige Botschaft für dich. Muskeln lassen sich nicht nur einen Tag abbauen. Wegwerfen. Pierre, weißt du, was Unterhaltung vorher sagen treffen lassen?
Money. Boah, die Dinger sind auch so nichtssagend manchmal. Okay, Flora. Also wie es scheint, schreiben die auch manchmal dasselbe. So. Inga. Look direkt Bank, was ist das? So, haben wir ein bisschen mehr Platz. Genau, ich habe noch einen Hase. So, was können wir denn jetzt noch machen? Ach, genau, die Bäume muss ich auf jeden Fall noch gucken. Genau, hier ist auch ein Geldbaum und Scheiße, ich habe schon wieder nicht genug Geld. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich wollte noch den einen Geldbaum pflanzen. Ich glaube, ich habe auch nichts Gescheites jetzt dafür. Sachen zu verkaufen. Das ist jetzt gerade deine Obst. Wir können ein paar Tomaten verkaufen. Blüten könnten wir wieder sammeln. Also, obwohl, ich weiß nicht, ob ich morgen spielen werde. Ich sammle mal ein paar Blüten. Das ist immer ganz lustig. Also erstmal den einen Geldbaum würde ich einpflanzen und bei dem Rest würde ich mal kurz gucken gleich. Weil einen habe ich in der Tasche, den habe ich letztens vergessen. So, ich glaube wir haben hier nur eine Reihe und ich würde halt, zwei Reihen meine ich. Genau, und ich würde noch eine dritte anlegen. Weil wenn schon, denn schon. Ich hoffe nur, die wachsen dann auch. So. Genau. Und bei den Blumen müssen wir auch mal gucken. Ich bin auch mit dem Park total unsicher, ob wir vielleicht das doch irgendwie anders machen sollen. Besonders theoretisch könnten wir auch einfach einen Park hinter dem Rathaus anlegen. Ich weiß, wir haben hier schon einen Park, aber... Warte mal, mir fällt da was ein. Mir fällt da sogar was ganz Cooles ein. Und zwar... Dann muss ich noch ein Geschenk passen. Hat heute Geburtstag. Theoretisch könnten wir diesen Weg hier belassen... Und das hier alles könnten wir eine Stufe runtersetzen. Einmal hier komplett. Hier auch. Auch wenn ich diese... Stelle war doch bescheuert. Warum habe ich die hier überhaupt? Die ist total bescheuert. Weil dann könnten wir das da rechts lassen. Moment. Ist direkt dort der Weg oder ist da auch nochmal zwei frei? Nee. Da könnte ich wieder hier vorne den hochpacken. Wie ich das schon zigmal gemacht habe. Oder wir lassen das einfach so. Aber dann könnte man hier den Park reinmachen. Weil dann wären diese ganzen Stellen hier irrelevant. Weil das da vorne will ich lassen, so wie es ist. Aber dann könnte man halt wirklich so... Ja. Ich glaube, das würde ich machen. Ich glaube, das finde ich total schön. Weil dann wäre das da unten auch nicht einfach grün. Also einfach Bäume und so. Und dann würde ich da vorne unten links Farben einpacken. Ich glaube, das ist die Idee. Ich glaube, die Idee finde ich...
schon ist er tot. Ich glaube, die Idee finde ich echt nice. Oder? Genau, Geburtstag. Ein Goldgeschenk kriegt er. Oh. Bei mir kriegen die meist Kleidung. Oder ich schenke denen auch oft. Weiß ich nicht. Schenke ich den noch? Keine Ahnung. Unterschiedlich meist. Hier zum Beispiel dieser Oktopus, der hat letztens auch irgendwie einen bestimmten Gegenstand gekriegt, weil ich wollte, dass sein Haushalt so umgestaltet wird. Deswegen die schenke ich ihm nacheinander die Sachen und dann gucke ich mal. Kleidung kriegen sie auch manchmal, aber ich mag ihn, da kriegt er mehr. Oh! Ja, oder so. Oder so. So, die lassen wir hier mal stehen. Ja. Ja. Aber ich glaube, die Parkidee finde ich sogar richtig nice. Könnten wir sogar heute ein bisschen dran basteln. Warum eigentlich nicht, ne? Dann da unten Farmen und so hinpacken. Und ich wollte ja noch einen Partybereich machen. Das könnten wir dann da drüber legen. Oder so. So, und der Fisch kommt auch endlich ins Lager. Wegen dem Apfelbaum und wegen dem anderen Baum, da würde ich noch gerne gucken. Bernsteinrose war gelb, okay. Die Kokosnuss da würde ich auch gerne verkaufen. So. So. Genau, weil die kleinen Bäumchen, die würden hier irgendwo hinkommen. Weil die pflanzen sich halt echt scheiße. Ich könnte mal rechts rum gucken, ob man da vielleicht einen davon hinpflanzt. Alles klar, Kugelfisch. Hier ist ja auch noch Platz, ne? Wenn man dann so hier reinpflanzt. Also ich weiß ja selber noch gar nicht, wie das sich hier alles entwickeln wird, aber... Ja. Können wir erstmal so stehen lassen. Aber so langsam wird's. Ne, dann könnte man diesen Partybereich halt hier irgendwo hinschmeißen. Das ist halt eine Sache, ne? Vielleicht auch hier, doch hier unten hin irgendwo. Ich könnte auch wieder meine Villa bauen. Das finde ich auch ganz lustig. Ich hatte ja aber eine Villa, wo drin ich gewohnt habe. Also habe mein Haus mal mit so einem riesen Garten gemacht und so. Fand ich auch immer ganz geil. Weil diese Art von Park gefällt mir halt gar nicht. Also überhaupt nicht. Deswegen. Und bei den Blumen musste ich halt nur gucken,
weil ich ja die gerne züchten würde, halt, dass ich jede Version von den Blumen mal irgendwie zusammen habe. Müssten wir auch mal gucken. Also ich würde das hier einmal zuwachsen lassen, gucken, was da für Blumen alles entstehen und dann würde ich gucken, welche noch fehlen und würde dann einfach die, die wir noch benötigen, dann halt einfach dort wieder hinpflanzen und den Rest dann verkaufen oder was weiß ich. Irgendwas wird sich da schon finden, auf jeden Fall. Ja, Melinda will ja, glaube ich, mehr Bäume haben. Da kann man auch mal gucken. Oh. Mhm. Nenn ich Platz hier ablegen. Ach komm, die Pyramide geht mir sowieso auf den Keks. Dann habe auch 4 Sterne, muss mehr dekorieren. Entweder muss man mehr dekorieren oder man muss mehr Pflanzen packen oder man muss, also bei mir sagt ihr immer mehr Pflanzen. Ja, es sind weniger Bäume als ich will. Also es kommen auf jeden Fall noch mehr hin, aber ich weiß halt nicht wo und ob und warum und ich hab schon wieder auf Platz hingeklickt. Ach komm. So. Deswegen finde ich immer sehr kompliziert alles. Okay. So, die Tomaten lasse ich auch mal im Lager. Pflanzen habe ich genug und Bäume mehr kann sie nicht mehr. Mehr Aufgänge und Brücken müsste ich bauen, weiß aber nicht, wo noch alles hin. Also Aufgänge habe ich bis zum Kotzen durchgeplant eigentlich gehabt. Obwohl jetzt gucke ich ja auch wieder so, wie es kommt. Und ja. Eigentlich könnte ich auch von jeder Blüte 2 Stacks nehmen. Aber wiederum, warum? So. Aber davon habe ich nur eine. Grentier-Tulpe. Moment, aber wieso ist die denn nicht bei den... Warum sind die Tulpen denn anders? Ach, ist mir auch egal. Nee. Oh, guck mal, es sind schon ein paar neue einzelne dazugekommen. Was schon echt cool ist. Irgendwann habe ich sie alle. So, wie sieht es platztechnisch aus? Ja, super. So. Ich muss nur noch bei den Setzlingen auch mal durchgucken. Weil... Zumindest das kann weg. Cosmea... Santa. Horn, Liebesrose. Menschenarmenone, Osterlilie. Weg. Papageientulpe. Sogar mehr als genug. Pfingstveilchen, blablabla. Rotanemone, Rotchrysanthene, Rotkosmea, Rot. Okay, weg. Rotlilie, Triumphtulpe, weg. Triumphtulpe habe ich jetzt auch mehr als genug. Unschuldsrose, Unschuldsrose. So, Tasche voll. Das heißt, die Sachen kann ich alle verkaufen. Bin ich ja mal gespannt. So. 4 Aufgänge, 3 Brücken, sehr wenig. Geht eigentlich.
geht eigentlich. Also bei Brücken weiß ich auch nie, wohin. Weil ich die auch meist nicht schön finde. Im Prinzip eine Brücke kannst du selber bauen. Einfach zuschütten, sage ich mal, dieses kleine Stück. Und beim Aufgang geht's nicht. Da musst du halt mit einer Leiter hoch. Und das ist schon so, ich weiß nicht, das stört halt den Fluss vom Spielen. Eine Brücke sieht natürlich meist passender aus, aber du hast halt wirklich eine Möglichkeit halt zu sagen, okay, aber ich habe eine Alternative, die halt zum, ich sag mal, um diesen Weg dort zu gehen, halt nicht viel ändert. Das meine ich halt. So. Wird bestimmt nicht viel sein. Ja, es ist weniger, als ich erhofft habe. Es ist mehr, als ich jetzt gedacht habe, aber weniger, was ich erhofft habe. So, gehen wir noch mal ins Lager gucken. Könnte auch die ganzen Blumen da oben holen, aber pff. Ich glaube, der Energy bekommt mir gerade nicht so. Okay, dann schauen wir noch mal nach. So. Behalten wir mal von jedem 2 Stacks. Dann Pilzen behalte ich mal alle. Wie sieht das mit den Tomaten aus? Wo sind die? Die sind hier. So, dann haben wir noch hier die ganzen Büsche. Aber ich glaube, die habe ich schon durchgeguckt. Abendblut, okay, weg. Garten, weg. Weg. Nochmal einen weg. Gelb Duff. Oder warte mal, nee, die behalte ich mal. Weil da muss ich was gucken. Und zwar brauche ich noch ein paar von und ich weiß nicht, wie die heißen. So, was haben wir denn noch, was weg kann? Muscheln theoretisch, aber. Jetzt kann ich die aber halt, jetzt ist das ja eh egal. So, und Rest ist eigentlich sinnvoll. Kleidung wäre vielleicht noch eine Sache, aber auf andere Art. Warum? Und Meerestiere ist jetzt auch doof. Weil Kleidung habe ich immer mehr als ich eigentlich benötige, ne? Aber, naja, egal. Ich verkaufe jetzt die Sachen, gut ist. Du hast in dein Haus, habe ich mit Umzugkarton zugebaut und dennoch kommt er raus. Oh nein. Ich glaube, die kommen nicht direkt aus dem Haus, sondern die teleportieren sich halt aus dem Haus. Also ja, man kann sehen, dass die halt teils ins Haus reingehen oder nicht, aber meistens teleportieren sie sich halt dahin und zurück. Also wenn du zum Beispiel das Spiel startest, dann ist dann eine zufällige Leute draußen und ich glaube, so ist das irgendwie. Ja, warum nicht? Schön, dann können wir eigentlich jetzt direkt meine Werkzeuge holen und noch die eine Pflanze pflanzen, würde ich sagen. Ja. Sollen wir noch den Park anfangen zu bauen? Weil theoretisch, eigentlich warum nicht, ne? Ach so. Kopf hing wieder. Okay, wo haben wir's? Da. Warum denn nicht? Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das.
So. Also, dafür bräuchten wir definitiv einige Sachen. Und ich muss gucken, wo ich, wie ich daran anschließe. Also eigentlich mag ich... Ja, hier hätte halt irgendwas hinstellen müssen. Aber wir kriegen ja jetzt diese Lichterkette. Das wäre vielleicht auch ganz cool, die jetzt zu platzieren, ne? Weil ich mag diesen Weg. Also früher gab es hier noch irgendwie, hatte ich was Ähnliches. Das sah so ähnlich aus. Und das war halt echt schön. Aber ich glaube, wenn da links diese Wand weg wäre, ich glaube, dass wir das nicht viel kaputt machen. Weil, ich sag mal, eigentlich sieht es so schön aus. Und so sieht das halt links auch schön aus. Also ja, der Baum stört jetzt hier vorne, aber sonst... Also hier fehlt noch eine Laterne oder sowas. Boah, ich habe auch echt Bock gerade drauf, ne? Dann ist da ein schöner großer Park hier hinter dem Ding. Da wird das auch hier Sinn ergeben. Das wäre dann auch ein Ort, wo man jetzt nicht unbedingt immer ist. Ja, ich glaube, das ist eine super Sache. Das ist das Beste, was wir daraus machen können. Ach genau, ich wollte nur kurz ausmessen nochmal. Ich meine, der Weg wäre genau auch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sind das 7? 2. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, es sind 6. Es sind, müssten 6 sein. Das ist, hat ein anderer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind 6, okay. 6 und ich rechne nochmal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Also die Wege sind genau gleich. Hier oben ist das hier angeschlossen. Ist direkt am Weg angeschlossen. Da vorne ging das nicht. Wegen der Brücke, genau. Deswegen habe ich das nach da unten gesetzt. Aber das könnte man im Prinzip trotzdem erstmal so stehen lassen. Ist ja jetzt ja auch nicht schlimm. Sieht zwar ein bisschen komisch dann aus, aber... Ja, weil, wer geht schon hier vorne hin? Hier ist auch nichts zum Gucken, außer hier da diesen kleinen Park. Aber sonst ist hier halt echt überhaupt nichts. Und ich wusste halt sowieso nicht, wie man das hier außer dekorativ irgendwie was angepasst machen kann, aber sonst. Muss ich nur überlegen, wie wir das genau machen, aber ich denke mal, wir werden das halt wieder so klassisch machen, halt mit dem Springbrunnen. Und gibt ja auch jetzt diesen neuen Springbrunnen, da könnte man ja was überlegen. Ich glaube, das wirkt hier sehr gedrungen, wenn wir das so bauen. Das finde ich sehr, sehr gedrungen. Die Geschäfte auch nach oben setzen. Ah, wiederum. Nee, ich glaube, ich würde das mindestens, aber ich glaube sogar lieber 2 tiefer setzen. Also das hier. Aber das wird, glaube ich, ein bisschen besser abschließen. Und man könnte hier Bänke reinsetzen oder sowas. Und noch ein paar Laternen und so. Ja, finde ich persönlich, glaube ich, besser.
dann ist das mit dem Rechten dann nicht mehr so passend, ne? Ja, wir machen das 3. Dann behalten wir wieso habe ich da überhaupt so viel gemacht? Ich glaube, das war einfach nur... Ich habe noch eine Idee. Das wäre aber richtig... Das Problem war, hier unten fehlt eine Reihe. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Weil ich wollte eigentlich hier auch noch Bäume reinsetzen. Auf der Seite. Und da fehlte halt eine Baumreihe. So wie da oben. Die Büsche sind nur da zum Abschluss, damit das halt erhöht ist. Also entweder setzen wir das alles doch ein weiter nach oben. Aber ach, wegen den Treppen habe ich das nicht gemacht. Okay. Jetzt ergibt das Sinn. Aber ich finde, die Baumreihe ist sowieso unnötig, weil dann würde man noch weniger von der Straße sehen. Ja, nee, ich finde die unnötig. Nee, dann würde ich das so lassen. Doch, dann würde ich das so lassen. Gut. Ja. Warte mal, ich lasse die mal hier stehen. So. Dann würde ich nur kurz ins Haus gehen und mal gucken, ob wir irgendwelche Kleinigkeiten noch benötigen dafür. Also wir brauchen auf jeden Fall Obst, was ich gerade verkauft habe. Ne, ich brauche nur einen Stack Äpfel und Stack, was sind die Dinger hier? Kokosnüsse. Sieht man wegen den Bäumen. Hm. Ja, stimmt schon alles so. Telefonzelle, die... Ja, die kommt auch erstmal ins Lager. So. Genau, ich nehme nochmal eine Handvoll Eisenzäune mit. Ja. Aber wenn ich dann noch nicht genau weiß, wie. Ach ja, genau, und die Früchte. Obwohl, ich kann auch einfach zweimal Äpfel mitnehmen. Die wachsen sowieso gerade da vorne rum. So, brauche ich sonst noch irgendwas? Ich glaube, das nächste wäre einfach wirklich erstmal alles da entfernen, was dort ist. Weil mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen, weil das andere wäre ja halt alles dekorativ erstmal, ne? Seid ihr wieder da? Willkommen zurück. Züchte gerade Blumen jeglicher Art. Ja, das mache ich ja auch parallel. Habe ich ja schon gesagt. Ach, guck mal, ich habe schon Server. Das ist ja cool. Ja, ich glaube, da mache ich doch dieses eine Hochhausgedönse, was ich machen wollte. Ja, mit diesem Party. Da machen wir dort, wo jetzt gerade mein Haus steht, machen wir dieses Partygebiet. Und mein Haus, das bauen wir vielleicht unten hin. Weil da könnten wir aus der Entfernung könnten wir diese Hochhäuser machen. Das steht zwar ein bisschen komisch dann dort, aber ich glaube, das wird dann ganz passen. Und glaube, bekomme ich einen Kakao. Kakao, oh. Vom Feinsten. Ja. Morgen kriegen wir auch noch Kram. Bin ich ganz gut. Aber apropos Kram. So viele Sachen. So. Okay. Dann habe ich auch noch zwei Zypressen. Auch super. So, weiter geht's.